Und es sollte einem bewusst sein, bevor man mit einer Frau Sex hat, bevor man mit einer Frau schläft. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Oh shit, man. Lässt du die Intro mal, fuckers? 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin hier mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Der Winter ist vor der Tür, der Winter ist da, Digga. Ich bin heute aufgewacht und draußen war alles white, alles voll mit Snow. Aber es ist natürlich arschkalt und die Kälte ist nicht so mein Thema, ist nicht so mein Ding. Egal, das ist nicht das Thema vom heutigen Video. Ich werde euch mit Content versorgen. Ich versuche hier auf dem Kanal jetzt jeden Tag ein Video hochzuladen über alle möglichen Themen, mit denen ich mich gerade beschäftige. Und aktuell ist es einfach so, dass ich mich sehr viel mit dem Thema Mann und Frau beschäftige, mit dem Thema Beziehungen führen, dies, das, bla. Ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema gerade bei mir im Leben und ich glaube auch bei vielen anderen Männern. Aber nichtsdestotrotz bin ich immer auch offen für neue Themenvorschläge. Deswegen fetzt in die Kommentare rein, über welche Themen ihr gerne noch Videos von mir haben möchtet. Und zwar werden wir heute über das Thema reden, warum du als Mann nicht mit jeder Frau schlafen solltest. Ist ein wichtiges Video, es liegt mir wirklich am Herzen, weil ich durch die letzten Jahre, Jahrzehnte Erfahrungen mit Frauen, die ich gesammelt habe, einfach einige Erkenntnisse für mich gemacht habe, gerade wenn es ums Thema Sex geht. Und die möchte ich heute mit euch teilen. Deswegen checkt das Video ab, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar. Wir legen los mit dem ersten Punkt. Und zwar ist der erste Punkt, warum du nicht mit jeder Frau schlafen solltest, der Energieaustausch. Vielleicht ist es dir noch nicht bewusst, wenn du gerade heranwachsend bist, wild bist, unterwegs bist und viel vielleicht sogar Sex hast mit verschiedenen Frauen, dass jedes Mal, wenn du Sex hast mit einer Frau, dass eine gewisse Art von Energieaustausch stattfindet. Das kannst du nicht vermeiden. Ihr habt einen intimen Kontakt miteinander, dass da ein gewisser Energieaustausch stattfindet. Das kann man nicht verleugnen. Das ist einfach so. Und es sollte einem bewusst sein, bevor man mit einer Frau Sex hat, bevor man mit einer Frau schläft. Und du solltest jetzt auch mal in die Vergangenheit schauen und gucken, ob es da eventuell die ein oder andere Dame gab, wo du keinen Bock hattest, mit ihr Energie auszutauschen. Und wenn du das nicht hast, wenn du merkst, du bist energetisch gar nicht mit ihr auf einem Vibe, auf einem Level, dann solltest du das auch nicht tun. Und da kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Und zwar ist der nächste Punkt negative Vibes. Denn wenn ihr miteinander keine gute Energie habt, beziehungsweise ihr vielleicht euch sogar gar nicht richtig mögt und du vielleicht sogar einen Upturn auf die Frau hast und sie dir auf den Sack geht, aber du trotzdem mit ihr schlafen möchtest, weil dir einfach zum Beispiel geil ist, dann solltet ihr bewusst sein, dass das negative Auswirkungen auf dich und dein Energielevel haben kann. Das heißt, wenn ihr zwischenmenschlich gar keine guten Vibes habt, vielleicht sogar negative Vibes habt, ihr euch streitet oder du dich danach komisch fühlst, sie sich danach komisch fühlt und dir einen negativen Vibe gibt, dann nimmst du diesen Vibe mit nach Hause. Und das sollte dir bewusst sein. Und ich bin einer, der darauf plädiert und allen Männern sagen möchte, schlaft nicht mit Frauen, wo kein guter Vibe da ist. Nur weil ihr es unbedingt machen wollt, weil die geil ist oder so. Achtet wirklich darauf, dass die Vibes und die Energien positiv sind. Schlaft nur mit Frauen, mit denen ihr euch auch versteht, wo ihr ein gewisses Gefühl habt so. Es muss keine Liebe sein. Ich sag nicht, dass ihr nur Sex haben sollt, wenn ihr richtig liebt, aber ich finde schon, dass es wenigstens eine positive Energie geben muss. Dass ihr beide euch gut fühlt und dass es danach auch nicht zu irgendwelchen Streitigkeiten kommt oder zu irgendwelchen negativen Vibes. Weil diese Vibes nehmt ihr mit nach Hause und die können einen negativen Einfluss auf euer Vorankommen und auf euer Leben haben. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, und zwar ist der dritte Punkt, wenn du viel Sex hast mit verschiedenen Frauen, dann ist es meistens so, dass du dafür sehr viel Zeit, Nerven, Energie und auch Geld ausgibst und verschwendest quasi. Diese ganzen Sachen könntest du benutzen, um sie in dich persönlich reinzustecken, in deinen Traum, in deine Vision, da reinzustecken, wo du am Ende des Tages hinkommen möchtest. Deswegen verschwende nicht so viel Zeit damit, Sex zu haben mit Frauen, Frauen klar zu machen, auf irgendwelchen Apps oder jedes Wochenende unterwegs zu sein, im Club, um die nächste zu finden, um dann wieder Spaß zu haben. Das ist ein schwarzes Loch, Digga. Lasst es euch von mir sagen, ich spreche da aus Erfahrung. Ich bin schon viel unterwegs gewesen, sagen wir es so, an der Stelle. Diese Sachen werden euch niemals erfüllen. Sex zu haben mit ganz vielen verschiedenen Frauen wird euch nicht erfüllen. Es gibt immer eine geilere, es gibt immer eine nächste, es gibt immer eine andere und es wird auch niemals aufhören. Deswegen habt euch selber unter Kontrolle, nehmt eure Energie, Zeit, Nerven und steckt sie in eure Zukunftsvision rein. Ich sage euch, wenn ihr erfolgreich seid, wenn ihr das erreicht, was ihr erreichen möchtet, dann werden diese ganzen anderen Sachen wie Frauen, Geld von alleine in dein Leben kommen. Du musst nicht mehr so viel Zeit, Energie und Nerven da rein investieren. Deswegen hör auf damit. Und da kommen wir auch zum letzten Punkt, und zwar
ist der letzte Punkt. Guter Sex mit einer schönen Frau, mit einer guten Frau, die ein gutes Herz hat, eine gute Seele hat, die Liebe für euch hat und die unbedingt mit euch schlafen auch möchte, kann euch auch positive Energie geben. Deswegen, ihr müsst einfach immer darauf achten, dass es alles in einem Rahmen stattfindet, der gut für euch ist und nicht ausartet in irgendwelchen Eskapaden und in irgendwelchen Geschichten, die euch am Ende des Tages nicht gut tun. Und das haben wir alle schon gehabt, dass wir uns nach einer Session nicht gut gefühlt haben. Und das ist dann ein Zeichen dafür, dass es nicht gut gewesen ist, dass es vielleicht sogar Verschwendung war und dass du die Energie vielleicht doch lieber nutzen solltest, um ins Gym zu gehen, um die Dinge umzusetzen, die du wirklich erreichen möchtest. Yes, das waren die Punkte, die mir am Herzen lagen zu dem Thema, warum du nicht mit jeder Frau schlafen solltest. Ich küsse euer Herz, schreibt eure Anregungen, Gedanken, Meinungen in die Kommentare unten rein und wir sehen uns im nächsten Video, meine lieben Freunde. Be unique, dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Peace.